Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unpacking-Video. Und zwar diesmal mal wieder Duft- und Raumbestellung. Das ist das Paket, hier seht ihr es. Ich habe Kerzen bestellt bei Duft und Raum. Es sind einige Dinge gerade reduziert gewesen, aber ich habe hier auch was, das nicht reduziert ist, tatsächlich drin. Und wollte mal ein paar Dinge ausprobieren. Denn die meisten Kerzen, die ich jetzt hatte, sind schon ausgebrannt. Bis auf die zwei hier, die habe ich noch. Und im Wohnzimmer sind noch zwei, die aber auch schon fast weg sind. Deswegen musste dieses Paket sein. Ich bin ja bei Duftkerzen zum Glück nicht so wie hier bei meinen Büchern. Aber mag sie immer mehr und finde auch Duft und Raum eine coole Seite. Das muss man schon sagen. Die haben sehr tolle Dinge, die einen dazu verleiten, viel Geld auszugeben. Ja, und ich wollte jetzt auch mal ein bisschen was ausprobieren an Düften und habe da auch ein paar kleine Sachen noch bestellt. Also so Daylights und Wachse und sowas. Oh je, jetzt machen wir das mal auf. Ohne dass ich mir irgendwie am besten wehtue. So, jetzt habe ich's. Ja, so oberst ist ein Lieferschein, wie immer. Huch, aber ich glaube ohne Preise. Und total süß. Santas North Pole Marshmallow Zeugs habe ich noch. Und wie immer, was ich richtig, richtig toll finde, ist das richtig gut mit Pappe. Und Papier ist auch noch drunter gesichert. Hier finde ich super. Ohne Plastik perfekt. So, stell das jetzt am besten mal neben mich, damit es hier nicht so direkt in mein Gesicht geht. Okay, ich habe hier meine Dinger schon. Also ich habe 4 Gläser bestellt und dann eben noch so Kleinigkeiten. Und ich denke, wir fangen jetzt mal mit den Kleinigkeiten an. Das ist ja echt jetzt nochmal ein verspätetes Weihnachten hier, weil das so toll alles sorgfältig verpackt ist. Ha, das ist cool, dass ich hier jetzt auch schon eins von den Dingen habe, die ich gern ausprobieren würde, weil ich habe gesehen, dass es ganz viel von diesem Babypuderzeug gibt. Und zwar habe ich jetzt einmal von Village Candle das. Sieht so aus. Weil ich liebe den Geruch von Babypuder. Muss ich echt so sagen. Oh mein Gott. Das riecht schon richtig, richtig gut. Puh, mega. Also so einfach wie richtiges Puder riecht es. Es hat nicht irgendwie einen künstlichen Geruch, sondern es riecht tatsächlich wie Puder. Genial. Muss ich so sagen. Dann habe ich hier noch von Goose Creek. Die haben ja hier immer so ein bisschen größere Wax Melts. Da habe ich Warm and Welcome mir jetzt noch ausgesucht. Und das riecht auch gut. Es riecht tatsächlich so ein bisschen nach Kaffee. Man sieht es ja auch hier vorne auf dem Etikett. Ja, so nach Kaffee. Vielleicht noch ein bisschen holziger Geruch. So, weiß gar nicht, Sandelholz oder sowas. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus beim Düfte beschreiben. Es steht jetzt auch nichts hier drauf. Aber sehr cool finde ich das auch bei Duft und Raum. Habt ihr dann immer noch so eine Erklärung, was da für einzelne Duftnoten drin sind, was mir immer sehr gut hilft, weil ich weiß halt, dass ich sowas Pudriges, Vanilliges, so Frisches auch sehr, sehr gerne rieche und weniger so Richtung bärig und blumig. Das ist eher so ein bisschen weniger meins, kann aber auch ganz gut riechen. Es kommt dann immer so ein bisschen bei mir drauf an. Aber mit vor allem jetzt halt so diesen Sachen bin ich auf der sicheren Seite, was zumindest mein Riechfavorit angeht. War jetzt, glaube ich, auch nicht richtiges Deutsch. Mein Duftverhalten, keine Ahnung, wie man dazu sagt. Auf jeden Fall, wie das so meine Favoriten eben sind. Ja. Machen wir weiter mit noch so einem Päckchen. Und da drin sind jetzt ganz viele kleine Kringle Candle Daylights. Die wollte ich nämlich auch mal ausprobieren. Und ich habe mich hier auch ein bisschen Richtung was Blumiges getraut. Aber es ist in Kombi mit Vanille. Und zwar Lavendel und Vanille. Na, willst du jetzt fokussieren?
Ja, ich liebe die Kombi. Also gerade Lavendel, das ist auch eine der wenigen Blumen, die ich tatsächlich gerne rieche. So künstlich. Ja, das riecht super gut. Gerade so neben dem Bett, genial. Das ist die richtig gute Mischung aus Vanille und Lavendel. So vorm Einschlafen oder sowas ist das genial. Und man muss sagen, das glitzert so ein bisschen hier oben drauf. Könnt ihr das einigermaßen sehen? Ich bin mir nicht sicher. So, sieht man das? Ich hoffe es. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Ja, und zum Ausprobieren finde ich diese Daylights halt auch genial, weil da braucht man nicht noch so ein extra Teelicht für und kann sie direkt anzünden. Finde ich gut. Comfy Sweater habe ich mir dann noch ausgesucht. Den habe ich, glaube ich, schon öfter mal im Warenkorb gehabt und habe mich dann dagegen entschieden. Oh mein Gott. Der riecht gut. Das ist genau mein Duft. Das hat dieses fast schon frische Wäsche-Duftgefühl. Genial, ich kann gar nicht sagen, was da noch so drin ist, aber das riecht halt echt wie so ein gemütlicher, frisch gewaschener Sweater. Also da passt diese Beschreibung richtig gut. Und ja, das ist mein Duft. Also sowas Richtung so frische Wäsche und sowas finde ich genial. Okay, ich bin bescheuert, ich habe mir das tatsächlich schon mal gekauft. Hier als Wax Melt. Und jetzt habe ich es eben als Daylight und kann die beiden genießen und kaufe mir bestimmt dann auch mal eine große Kerze irgendwann davon, weil das riecht so genial. So, dann habe ich jetzt noch Eukalyptus Mint mir ausgesucht, weil ich dachte, so Richtung Minze. Könnte auch gut sein. Oh ja. Das riecht richtig, richtig gut frisch. Also das ist auf jeden Fall auch was, das ich mir im Bad gut vorstellen kann. Es ist wirklich ein leichter Eukalyptusgeruch, aber das, was am meisten oder hauptsächlich riecht, dann riecht er eigentlich immer eher so im Deckel, was ich total komisch finde. Riecht dann doch lieber hier dran. Also die Minze ist hier ein bisschen dominanter als der Eukalyptus, was ich sehr gut finde, weil ich liebe Minzgeruch und Geschmack. Ja, also das ist auch ein absoluter Favorit jetzt schon. Ich freue mich sehr darauf, den mal anzuzünden. Und Kringle Candle, muss ich sagen, die sind bisher echt super. Dann habe ich mir noch Midnight ausgesucht, einfach weil ein Mond drauf war. Das muss ich echt so zugeben. Ich stehe ja total auf sowas. Richtung Mond und Galaxie und so Zeugs gehen. Das, warum willst du denn jetzt nicht schon wieder fokussieren? Jetzt. Also total tolles Etikett. Und bin mal gespannt, wie die Midnight riecht. Okay, das ist ein bisschen ein herberer Duft. Der riecht so ein bisschen nach Männerparfüm. Aber auch frisch. Also es ist so ein frischer Männerparfümsduft und nicht so ins Schwere gehende. Hat halt wirklich schon so ein bisschen was Herbes. Vielleicht ist da auch ein bisschen Moschus dabei. Ich weiß es nicht. Ich bin echt schlecht bei sowas. Aber da könnt ihr euch ja gerne mal auf Duft und Raum die Bezeichnungen durchlesen, weil da sieht man halt echt immer gut, was da für Düfte drin sind. Ja, also ich finde es nicht unangenehm, ich finde es gut. Aber das würde ich mir jetzt nicht vor dem Schlafengehen anzünden, sondern tatsächlich doch vielleicht erst so am frühen Abend und nicht um Mitternacht. Aber ich finde ihn gut. Dann haben wir hier noch so ein kleines Päckchen. Da habe ich jetzt nämlich noch von Yankee Candle auch ein Babypuder. Also das sind so die beiden Düfte, die ich gefunden habe, von die Richtung Babypuder gehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Yankee Candle Duft riecht im Vergleich. Auch nicht schlecht, aber ich glaube fast, dass Village Candle für mich besser ist. Ja, weil der riecht ein bisschen weniger stark und ich finde, hat noch so ein bisschen was Seifiges irgendwie dabei. Ich kann es gar nicht anders beschreiben und der riecht halt richtig pudrig, richtig gut.
Also der ist echt auch nicht schlecht, aber der Favorit ist hier auf jeden Fall Village Candle. Und da werde ich mir dann mal auch anschauen, was so ein großes Glas kostet fürs nächste Mal. For sure. Aber ich werde sie natürlich auch mal noch beide unabhängig voneinander anzünden, um zu gucken, welches warm besser riecht. So, dann habe ich jetzt noch drei weitere Kringle Candle Daylights. Und zwar noch Warm Cottage, was hoffentlich echt so ein bisschen Richtung Cozy Sweater auch geht. Sag mal, Kamera. Hier, so sieht es aus. Warm Cotton, nicht Cottage. Mhm. Mhm. Oh, das sind echt so meine Düfte, muss ich echt sagen. Der riecht auch sehr, sehr nach frischer Wäsche und zwar noch mehr als Cozy Sweater. Wobei Comfy heißt, Comfy Sweater. Noch ein bisschen einen warmeren Duft dabei hat. Der ist halt wirklich hauptsächlich frisch. Ja, und hier ist auch ein bisschen was Herberes dabei, würde ich jetzt mal sagen. Also bei dem Comfy Sweater und Warm Cotton ist nicht so herb, aber beide unglaublich gut. Ja. Dann habe ich noch Mystic Sands, was hoffentlich auch so in die Richtung geht, weil das sind einfach meine Düfte. Mm, oh mein Gott. Der riecht wie das Hollister Parfüm, das mein Freund manchmal benutzt. Oder Abercrombie. Oh mein Gott. Ich habe einen neuen Favoriten. Also Mystic Sands ist für mich richtig, richtig gut. Der hat echt was von einem mega geilen, attraktiven Männerparfüm. Und erinnert mich sehr an diesen Mr. Grey Duft. Aber ich glaube, noch mehr Richtung Abercrombie bzw. Hollister Parfüm gehend. Absolut genial. Und dann habe ich noch Gold and Cashmere, der hoffentlich auch so in die Richtung geht. Mhm. Ja. Aber der hat noch ein bisschen was Wärmeres und weniger Richtung Parfüm gehendes. Also da könnte man jetzt meinen, dass Richtung Parfüm gehend irgendwie negativ ist, weil es vielleicht zu künstlich riecht. Aber ich meine das jetzt in einem guten Sinne. Ich kann gar nicht sagen, wie das riecht. Das erinnert mich an irgendeine Bodylotion, die ich mal hatte, die, glaube ich, von Dove war und auch irgendwas mit Gold und Kaschmir beinhaltet hat. Also es riecht auch sehr nach Wohlfühl und gemütlichen Abend und so. Also auch durchaus zu benutzen und sehr angenehm. Aber meine Favoriten jetzt sind tatsächlich von diesen Daylights so die drei hier. Und davon halt vor allem wirklich der Mystic Sands. Muss ich so sagen. So, ich glaube, das war es jetzt mit den kleinen. Wenn ich mich nicht irre, aber ich glaube schon. Jetzt kommen wir mal zu den großen Gläsern. Ich bin sehr, sehr gespannt. Als erstes habe ich jetzt das hier rausgezogen. Und das ist Paddys Lieblingsduft. Noah's Ark von Goose Creek. Da bin ich mal sehr gespannt, ob der mir jetzt auch zusagt. Sie hat ihn unglaublich gut beschrieben und das, was da drin war, also von Duft- und Raumsbeschreibung, fand ich auch sehr, sehr cool. Und ich finde irgendwie auch das Etikett echt süß. Ich bin unglaublich gespannt jetzt. Ich hoffe, es gefällt mir. Okay, er riecht nicht so stark, muss ich jetzt sagen. Aber sehr, sehr angenehm, so ein bisschen nach Veilchen, glaube ich. Ich glaube, das hat Patty auch gesagt. Jetzt rieche ich hier tatsächlich auch mehr im Deckel als in der eigentlichen Kerze. Ja, der riecht auch sehr frisch, sehr doch ein bisschen ins Blumige gehende, muss ich jetzt hier echt sagen. Aber sehr angenehm, sehr frisch und ja. Nach einem sehr dezenten, angenehmen Frauenparfüm, das vielleicht so ein bisschen Richtung Daisy geht, von, keine Ahnung, von wem dieser Duft ist, aber ich glaube, da gab es mal so ein Daisy-Parfüm, ich weiß nicht mehr von welcher Marke.
Ja, finde ich gut. Doch, ob es jetzt zu meinen Favoriten dann zählt, weiß ich nicht. Aber ich finde, der riecht sehr, sehr gut. Auf jeden Fall ein Pluspunkt schon mal, liebe Paddy, falls du das sehen solltest. Da hast du mir sehr gut, mich sehr gut beraten mit deinem Favoriten. Ich bin jetzt zwar nicht sicher, ob es dann auch zu meinem Favoriten mal wird, aber bisher zufrieden mit den Gläsern, die ich mir ausgesucht habe. So, dann geht es weiter mit dem hier. Und ich glaube, das war der, genau, das war der reduzierte von Yankee Candle, Christmas Eve. Ich meine, klar, das ist dann was, das ich eher nächstes Jahr an Weihnachten, beziehungsweise jetzt dieses Jahr an Weihnachten dann trinken werde. Anmachen werde, aber, also kommt natürlich drauf an, wie das jetzt riecht. Aber ich fand es einfach so süß gestaltet und es hieß, dass er einfach nur nach Weihnachten riechen soll. Also so, wie man sich Weihnachten vorstellt. Da bin ich jetzt echt mal gespannt drauf. Ich habe bei so großen Gläsern immer so ein bisschen Schiss beim Online-Bestellen, ob es denn tatsächlich was für mich ist oder nicht. Oh ja. Der riecht sehr kirschig, also so wie er halt auch aussieht, aber nach sehr leckeren Kirschen. Ich bin ja eigentlich gar kein Kirschfan, aber den Geruch finde ich manchmal sehr, sehr angenehm. Ob er jetzt unbedingt nach Weihnachten riecht, das weiß ich jetzt nicht. Aber er riecht sehr kirschig, sehr fruchtig. Ja. Könnte vielleicht doch ein bisschen in Richtung Weihnachten gehen, aber ich habe es mir jetzt ein bisschen weihnachtlicher vorgestellt. Aber ich muss echt sagen, ich finde es gut, dass er jetzt nicht zu krass nach diesem Weihnachten riecht, weil dann könnte man ihn ja tatsächlich vielleicht auch doch so mal anmachen, aber eigentlich ist das Label dafür zu schade. Ja, aber da habe ich einen guten Schnapper mitgemacht, da freue ich mich sehr drauf dann. Der riecht auch sehr frisch und angenehm. Also obwohl es jetzt auch wieder Richtung fruchtig geht, finde ich den gut. Bin jetzt bisher überrascht von meinen fruchtigen Bestellungen. Das ist Nummer 3. Da weiß ich schon, was es ist. Ich freue mich unglaublich darüber. Ah nein, doch nicht. Der andere sieht nämlich, glaube ich, von der Verpackung her ähnlich aus. Ich habe mir dann noch Campfire Moments mitbestellt von Goose Creek, weil der auch reduziert war. Und es hieß, der soll wirklich nach Feuer, also so nach diesem Sandelholz oder so, ja, Campfire halt riechen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Okay. Der riecht meiner Meinung nach nicht nach Feuer, was ich gut finde, weil ich habe manchmal so Sachen dann auch gehabt, da hat das so extrem verbrannt und komisch gerochen. Weil das hier riecht jetzt auch schon wieder wie so ein richtig geiles Männerparfüm. Ja, ich stehe auf solche Düfte. Also das hat jetzt auch was Frisches, was Herbes, was Geniales. Also nach Mann, aber nach einem guten Mann riecht es. Also sehr, sehr, sehr gut. Da habe ich auch ein guten Fang mitgemacht, muss ich sagen. Wow, ich bin sehr begeistert von meiner Bestellung bisher, weil ich habe das manchmal, dass ich an Duftkerzen rieche und mir denke, was ist denn das? Geh weg damit. Aber bisher einwandfrei. Und jetzt kommt hoffentlich das große Finale, also der beste Duft ever. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich ihn immer noch als besten betitel, nachdem ich die anderen Düfte hier gerochen habe. Es ist Grey von Kringle Candle. Diesen Duft finde ich unfassbar gut. Ich habe da von der lieben Svenja vom Kanal Secret of the Books in einem Tauschpaket mal so ein kleines Pröbchen. Es waren, glaube ich, Wax Melts oder sowas in die Richtung. Vielleicht war es auch eine Daylight. Auf jeden Fall habe ich das von ihr geschenkt bekommen und mich unglaublich in diesen Duft verliebt. Und jetzt habe ich in ein großes Glas investiert, einfach weil ich ihn so toll finde. Jetzt gucken wir aber mal, ob er mit Comfy Sweater und vor allem diesem Duft hier mithalten kann. Ich bin gespannt.
mein Gott, ja. Oh mein Gott. Also das ist echt so eine Mischung aus den beiden, würde ich schon fast sagen. Also genial. Es riecht nicht zu stark nach Parfüm. Also nach diesem mega genialen Männerparfüm. Aber hat halt auch so eine Frische und sowas. Doch so ein bisschen Herbes. Unfassbar gut. Ich liebe es. Und ich freue mich darüber, dass ich investiert habe in dieses Glas. Und das nächste wird wahrscheinlich dann das hier noch sein. Aber jetzt habe ich erstmal wieder gutes Futter für meine Kerzenfreude. Und ja, hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich bin happy und zufrieden. Und ja, ich hoffe, dass wir uns dann auch im nächsten Video wiedersehen. Natürlich nur, wenn ihr das möchtet. Macht's gut bis dahin. Tschüss!